Heute zusammen, schön eingeschaltet auf MA Games TV. Und zwar am dem Freitag. Heute ist der 28.11.2019. Und es gibt noch ein bisschen News diese Woche natürlich. Und es ist Black Friday, Leute. Drehen Tore, gehen shoppen, gehen Geld ausgeben, Sales, das, das, überall. Apropos, was mache ich da? Ich gehe gerade und das neue News von dieser Woche. Startet doch gerade die News, und zwar nach einer zuverlässigen Quelle wird das neue Assassin's Creed Ragnarok heißen und es wird wohl in der Wikingerzeit spielen. Und es wird wohl für PS5 und Xbox Scarlet rauskommen. Möglich ist es, natürlich. Wir müssen einfach abwarten, bis das Ganze bestätigt wird und dann sehen wir ja, ob es wirklich so ist. Nach einem Bericht vom Magazin Eurogamer ist Resident Evil 3 Remake schon in der Produktion und wird wohl 2020 rauskommen. Ist doch ganz geil, wenn es so gut wird wie das zweite Remake, das sie gemacht haben, dann top. Hideo Kojima hat tolle Neuigkeiten getwittert, und zwar, dass er an einem Horror-Game am Schaffen ist, in der Produktion hat. Was heisst jetzt das? P.T., Silent Hill, tönt doch schon mal gut, also könnte wohl wirklich etwas in dieser Art rauskommen. Vielleicht nicht unter dem Namen, sondern komplett neue Namen. Vielleicht auch mehr wieder mit Norman Reedus oder top andere Schauspieler, wer weiß. Tönt schon mal ganz geil, ich freue mich drauf. Interessante Gerüchte gehen da rum, und zwar, dass Activision an einem Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 Remake oder vielleicht auch komplett neu aufarbeitet daran arbeitet. Das wäre ja legendär, eines der besten Skateboard-Games überhaupt, die es je gegeben hat. Wenn das neu aufgelegt, neu rauskommt, wäre ganz geil, würde mich mega freuen. Aber mal abwarten, das sind momentan nur Gerüchte. Müssen wir warten, bis das Ganze wieder bestätigt. Neue Infos noch zu Final Fantasy VII Remake, das ja im März 2020 rauskommt. Und zwar, dass die erste Teil oder die erste Episode, weil es wird ja episodenmässig rauskommen, das Game, in Midgard spielt. Und es gibt komplett auch neue Bösen und neue Gegner. Nicht nur die altbekannten, sondern komplett neue. Und dass hier der zweite Teil oder die zweite Episode noch nicht fertig sind. Oha, Kollege, wenn ich jetzt das schon höre, meine, schon an dieser Episode haben sie jetzt gar nicht 6-7 Jahre gebraucht. Und der zweite Teil sind sie noch nicht fertig. Ciao, Leben, Mann. Im Dezember startet die erste Season 1 von Call of Duty Modern Warfare. Völlig kostenlos, brachial, es gibt 6 neue Maps, neue Spielmodus, 4 neue Koop-Missionen, neue Futures, wie Waffenskins, das, das. Bam, schaut rein, Mann. Ja, liebe Leute von heute, das war's wieder von der MA News von dieser Woche. Schön, dass ihr reingeschaut, es freut uns natürlich immer. Wäre natürlich auch noch geil, wenn ihr abonniert, kommentiert, und auf Twitch vorbeischauen, nicht vergessen. Läuft momentan immer ein bisschen Stream immer wieder. Für das könnt ihr immer wieder auf Insta nachschauen, was so gerade läuft. Das, das. Dann sage ich natürlich Danke fürs Hineinschauen. Schaut auf euch. Schönes Wochenende. Peace.